so, weiter geht's heute mit Grid und damit herzlich willkommen zum Start in die neue Woche mit der Classic Touring Car City Car. Auf geht's. Ja, ich nehme den Alpha mal. Heute aber immer mal ein bisschen was anderes. So, wir sind wieder zu Gast in Shanghai. Okay, diesmal Oppositionskampf, 2,12 Kilometer lang und drei Runden lang ist dieses Rennen. Hier sind wir nun mit der ersten Runde. Kristen, was denkst du? Ich denke, dass die Fahrer einen weiten Weg hinter sich haben. Und ich meine nicht die Anreise, sondern wie sie sich ihren Platz hier verdienen mussten. Sie werden jede Chance nutzen. Danke, Kristen. Es dauert nicht mehr lange und das Eröffnungsrennen kann losgehen. Bleiben Sie dran! Ja, dann. Rang 13 und 14 ist natürlich nicht das, was wir erwarten hatten. Aber wir gucken mal unser Bestes. Ja, zieht aber gerade auch da richtig an der Pforte und damit verliert man eine Position. Da kann ich jetzt nichts für, da bin ich richtig. Da staut sich gerade alles zusammen. Ich versuche jetzt gerade ein bisschen mal Platz zu machen. Oh, was wollen die denn alle von mir? Krieg ich den nach vorne? Jawohl. Das war assi, die Aktion. Ja, was heißt Kontrolle verloren? Der habe ich einfach in die Wand geschenkt. Ich war jetzt Achter schon wieder und jetzt kann ich die ganzen Idioten schon wieder von mir. Nervt doch nicht. Okay, das hier ist deine Platz. Runde 1. Lass uns etwas vorrücken. Ja, da kann ich nichts für. Da habe ich nicht zu spät gesehen. War das weiße Auto, glaube ich, ganz vorne. Also dann für den, dass sie sich jetzt auch gar nichts will. Ich habe einfach schlichtweg zu viel gesehen, dass da noch ein Auto sich gewinnt hat. Hier der, ne? Der Stolperzierte da gerade, oder? Der zweite. Die junge Dame hier war das. Genau. Du hast mich eben kurz in die Wand gedreht. Ja, dann fährst du zurück. Letzte Runde. Letzte Runde. Versuch dir die Pole zu schnappen. Ja. Aber ich probiere es natürlich jetzt ein bisschen fairer vorbeizugehen. Weil ich auch, ehrlich gesagt, nicht mehr genau weiß, wer es war. Das erste Rennen heute gewinnen.
Gut. Ja, auf 12 ist noch ein Kollege noch dazugekommen. Level 97. Und wir starten von Platz 2 und das nächste Rennen, das ist ein 6-Runden-Rennen. Okay. Und unser Ziel ist es natürlich klar, vorne zuzumachen. Zwei Rennen Nummer 2. Bisschen mehr für Christen hier. Fantastisch. Okay. So. Da startet der eine schon wieder durch hier, der BMW. Den kann man es eigentlich auch mal übernehmen. Ich glaube, du hast jemanden wütend gemacht. Die ist aber ziemlich schnell angepisst. Weil eben, wo sie sich gedreht hat, konnte nichts. Konnte ich nichts führen, was ich gedreht habe. Die habe ich echt nur leicht berührt. Ich glaube, die will gerade richtig Ärger mit uns. Die ist richtig angepisst. Ich glaube, die will dem. Ich will das ran. So, das erste Auto geht schon rein. Und guter Start. Zwei, bleib an der Spitze. Da fahren wir mal ganz kurz auf zwei Rädern. Runde 3. Noch 4 Runden zu fahren. Also wirklich, da kommen wir auch nicht. Die Hälfte des Rennens absolviert. Würde mich nicht wundern, wenn sie dann noch sagt, komm, ich greife dich auch noch an. Jetzt haben wir ein bisschen nur. Ah, jetzt haben wir Luft zum Atmen. Jetzt hören Schatz aufgegeben sind. Noch 2 Runden zu fahren. Ja, wir sind jetzt ein bisschen weg. Letzte Runde. Bleib bis zum Ende in Führung. Ja, jetzt sieht es aus, als würde sie jetzt sogar vom Feld wieder aufgeschnupft werden. Scheinbar hat sie gar keine Chance mehr hinterher zu kommen. Naja, nämlich wird sie mit dem Arsch an die Wand gekommen. Und dann haben wir das Rennen auch durch. Rennen Nummer 2 geht auch an uns. Oh, Fördersäule noch. Also der ist gut, der Junge. Der ist echt gut. Komm noch mal ein bisschen ran und zurück ins Feld. Ja, mal trinken. Los.
So, okay. Dann geht's jetzt weiter. Und das dürfte da eigentlich meiner Meinung nach das letzte Rennen sein. Wir sind in San Francisco, glaube ich. Ja, ist es San Francisco und es ist das letzte Rennen für uns heute. Wir starten wieder von P4, also wir sind wieder mit gut dabei da vorne. Ich glaube, 99 dürfte das höchste Level sein, weil ich glaube, 100 gibt es nicht mehr. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? Es war eindeutig ein spannungsgeladenes Event. Für einen Sieg darf man nichts dem Zufall überlassen. Ich achte vor allem auf einen der Teilnehmer. Mal sehen, wie es ausgeht. Nicht mehr lange und wir werden wissen, wie es ausgeht. Also bleiben Sie dran. 3,77 Kilometer insgesamt. Drei Runden haben wir uns heute Zeit, um das Ding zu rocken. Der Start ist jetzt erfolgt und wir versuchen natürlich direkt, so gut es geht, vorne ranzukommen. So, Angriff gegen den grünen Alpha hier auf der Außenlinie. Weil der sich immer noch ein bisschen wehrt, aber da kann man noch lässt auf sich ziehen. Aber mit der Power kann das jetzt gehen. Da war einmal eine kleine Lücke dabei und das reicht um. Position 1 immer nehmen. Leider ist der Tempo ja auch nur auf 12, aber wegen Champ weiß, er soll mal versucht, um ranzukommen. Oder zu überholen, das kann er nämlich. Dann haben wir schon mal nach hinten. Aber dadurch, dass das etwas längere Kurs ist, ist klar, dass die Zeit nicht so krass kurz werden. Jetzt sind jetzt an die 2 Minuten. Und wir gehen als erstes in die erste Runde. Du bist in Führung. Ist nicht nach vorne gekommen. Hält immer nur auf Platz 2, 12 fest. Ein bisschen zu eng. Ja. Ja, bist du kommt da 3, das ist momentan auf 11. Ich verfolge immer so ein bisschen mit, was der an, was mein Teamkollege so verzapft da hinten. Gleich in die vorletzte, in die letzte Runde schon. Bleib in Führung. Letzte Runde. So. Sind
jetzt in der letzten Runde. Das heißt, hier nochmal aus entspannter Durchfahrt und dann sind wir auch mit dieser Serie durch. Geradeaus hier und dann haben wir ja die kleine Schikane hier noch, das ist nämlich die Kurve. Aber wir haben es. Yes. Ja, auf 9 ist er noch durchgekommen, also ein bisschen hat er sich noch nach vorne gearbeitet. Ja, dann haben wir Rennen Nummer 3 Auto. Ich komme 98 oder kriegen wir es noch hin? Ne, kann man nicht hin. Aber in den nächsten, im nächsten Rennen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir dann den vorletzten Level voll kriegen. Ja. Gut. Dann war es das für uns schon wieder. Oder für euch auch. Und die nächste Serie, die uns dann ins Haus steht, ist die Classic Touring Car League. Bis dahin und tschüss.